Anime-Fans, es ist wieder Mittwoch und es ist Zeit für eine neue Folge von Nerds Weekly. Und heute bin ich ein bisschen mobil unterwegs, wie ihr so seht. Ich stehe hier nämlich gerade im Flur, denn unglaublich ist es geschehen. Unser kleines neues Studio ist nämlich jetzt endlich fertig geworden. Es ist zwar noch nicht eingerichtet, aber immerhin, die Wände sind da. Und unser temporäres Setup ist auch hier so zu sehen. Ja, hier haben wir gestern gespielt. Das ist so momentan unser kleiner Fernsehtisch. Das ist die Couch, auf der wir so chillen. Und ihr seht, hier ist noch viel, viel Platz. Das werden wir auch die kommenden Tage noch weiter einrichten. Wir haben die Hoffnung, dass wir bis nächste Woche, bis zu unserem Gaming-Dienstag schon hier zumindest mal die Technik drinstehen haben. Die Möbel kommen zwar, glaube ich, erst in 2-3 Wochen, aber wenigstens können wir dann ordentlich hier drin zocken. Und falls ihr euch wundert, wo gerade ein Cut war, der Basti hat es mal wieder geschafft, den falschen Knopf zu drücken. Deswegen kurzer Aussetzer, aber das soll uns nicht daran hindern, nachdem ich mich jetzt hier so gechillt, gediegen hinsetze, kurz über die Themen der Woche zu reden. Ich hätte das schon viel früher machen sollen. Das ist echt total chillig hier auf der Couch. Ich glaube, ich stehe nie wieder auf. Es wird jetzt interessant. Vielleicht hört ihr es schon. Unser Segment Happy Meal der Woche, Spielzeug, das ist jetzt mit einer Hand ein bisschen blöd. Das habe ich nicht so gut durchdacht. Ich stelle mal kurz die Kamera hier ab. Dann seht ihr wahrscheinlich schon, dass es ein super duper kleiner Minion ist, der diese Woche in meinem Happy Meal war. Und der macht sogar noch Geräusche, wenn man drauf drückt. Ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber Minions finde ich prinzipiell ganz toll. Und ich hoffe, dass es die Minions noch weiter gibt, denn da gibt es natürlich mehrere. Ihr seht hier vielleicht kurz auf dem Bildschirm so. Und nächsten Montag, wenn wir dann wieder unseren McDonald's Monday haben, gibt es hoffentlich den nächsten Minion, damit wir unsere Minion-Armee bauen können, um die Weltherrschaft zu erlangen. Benny ist die Woche ja leider im Urlaub. Von ihm gibt es kein Spielzeug. Wir sollten eigentlich auch mal seine Spielzeuge zeigen. Fällt mir gerade ein, haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Werden wir definitiv nachholen. Und ja, das nächste ist im Prinzip wieder kurz der Hinweis auf unser Peppermint Gaming. Jeden Dienstag 18 bis 22 Uhr. Gestern habe ich mit der Mimi zusammengespielt. Das ist die Cute Michio Cosplay. Die kennt ihr vielleicht von der Leipziger Buchmesse oder von der Animagic. Was nicht, Konichi, letztes Jahr war sie noch dabei. Wird auch dieses Jahr auf der Animagic bei uns cosplayen. Und mit der zusammen habe ich Batman Arkham Knight gespielt, ich habe J-Stars Victory gespielt, habe ziemlich eins von ihr auf den Deckel bekommen. Und danach, auch wenn es leider kein Video davon gibt, ich weiß nicht, warum Twitch es nicht gespeichert hat, ich bin todtraurig, denn wir haben ziemlich gerockt bei Lara Croft und der Tempel der Osiris. Da waren wir richtig gut dafür, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, aber leider Twitch hat das Video nicht gespeichert. Insofern ist unsere Brillanz für die Ewigkeit verloren gegangen. Ich bin ein wenig traurig, aber naja, nächste Woche nochmal probieren. Und zum Abschluss gab es noch ein bisschen Life is Strange. Das Video gibt es wieder. Könnt ihr aktuell gucken bei Twitch.tv. Ich weiß es nicht. Gebt Twitch ein, sucht Peppermint Anime. Ich habe die Adresse gerade nicht im Kopf. Und natürlich auch auf unserem YouTube-Channel hier, wo ihr jetzt das Video gerade seht, gibt es auch all unsere Peppermint Gaming-Videos zu sehen. Und nächste Woche Dienstag ab 18 Uhr dann natürlich wieder neues Live-Gaming mit uns. Ihr könnt natürlich auch chatten. Der Benny wird wieder da sein und vielleicht kommt auch die Mimi wieder vorbei oder eine von unseren anderen Cosplayern. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ab 18 Uhr wieder Batman eine Stunde gespielt. Und die Spiele, die wir dann danach spielen, legen wir immer relativ spontan fest. Das Programm findet ihr am kommenden Montag dann auf unserer Homepage peppermint-anime.de. Dann habe ich hier auf meinem Zettelchen noch stehen, Basti guckt Nerd-Kram im Fernsehen. Na gut, ob so nerdig ist, das müsst ihr dann entscheiden. Das erste definitiv, das Ding ist zwar schon ein paar Wochen draußen, ist kostenlos bei YouTube zu sehen und es ist unfassbar episch gut. Ich rede von Kung Fury von den Laser Unicorns, also der Producer ist David Sandberg, der hat so den Traum gehabt, vor ein paar Jahren mal so einen richtig albernen 80er-Jahre-Trash-Hommage-Film zu machen. Hat ein Kickstarter-Projekt gemacht, das war ursprünglich mal auf 200.000 Dollar ausgelegt. Er hat dann letztendlich das Dreifache eingesammelt,
hat einen super coolen 30-Minüter draus gemacht mit total albernen Laser-Raptoren und übergroßen Wikingern. Und Hitler ist natürlich der Bösewicht, das bietet sich ja an, der ist immer ein guter Bösewicht, der ausgeschaltet werden muss mit Splatter-Action, geiler 80er-Jahre-Synthesizer-Musik und natürlich dem Theme-Song von David Hasselhoff, True Survivor. Es sind 31 Minuten purer Fun. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach bei YouTube mal nach Kung Fury suchen. Macht riesen Spaß und ich hoffe, dass der gute Mann, dieser David Sandberg, die Chance bekommt, noch weiter so Filme zu machen, denn das ist definitiv geile Unterhaltung. Ja, und das Zweite, was ich mir angeschaut habe, ich habe ja durchaus einen kleinen Asiatik so, also nicht nur Japan, sondern auch generell Korea, China, Hongkong. Gut, Hongkong gehört jetzt ja mittlerweile so zu China. Auch da habe ich sehr, sehr viele Filme, die mir gefallen. Und da bin ich über was gestolpert letztens. Das musste ich mir dann auch gleich holen. Das Ding heißt nämlich Revenge of the Green Dragons. Und jetzt wird es interessant. Das ist produziert von Martin Scorsese. Den kennt ihr ja vielleicht. Der hat schon den ein oder anderen Oscar gewonnen. Jetzt zuletzt war er wieder ganz groß mit hier Wolf of Wall Street. Mit Leonardo DiCaprio am Start. Und hat natürlich auch gemacht Gangs of New York. Und jetzt wird es wirklich, wirklich interessant, er hat The Departed gemacht. So, Departed ist ein Remake von einem Hongkong-Streifen oder von einer Trilogie im Prinzip, die heißt Infernal Affairs. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr da auch mal einen Blick drauf werft. Ist brillant gut und ist, wie gesagt, die Vorlage für The Departed gewesen. Und der Regisseur von Departed, von Infernal Affairs, ist der Regisseur von den Green Dragons. Also das ist Andrew Lau. Und der hat zusammen mit Andrew Liu da Regie geführt. Andrew Liu hat auch das Drehbuch geschrieben und bei Revenge of the Green Dragons, da geht es im Prinzip darum, dass so zwei Kinder, Jugendliche, die als Immigranten in New York leben, die rutschen in diese Green Dragons Gang rein, beruht auch alles zu Teilen auf wahren Begebenheiten und das zeigt dann so ein bisschen den Aufstieg, also wie die da reinrutschen, dann wie diese Green Dragons versuchen in New York die Vorherrschaft im Gangster-Milieu zu erlangen. Das geht natürlich ein bisschen schief, damit es auch schön dramatisch ist. Der Ray Liotta, der gerne den Bösewicht gibt in amerikanischen Streifen, ist dann der Cop, der eigentlich dann ja der Gute ist, weil er will ja was gegen die bösen Gangs tun. Ist ein recht brutaler Streifen. Ich hatte mich zuerst gewundert, warum der echt mit einer FSK 18 daherkommt, aber da sind schon so zwei, drei Szenen drin, die gehen unter die Haut. Das tut sehr, sehr weh, da zuzugucken. Ist aber für Fans von im Prinzip Hongkong-Kino, von ja, generell asiatischem Kino durchaus zu empfehlen. Ist super produziert und hat auch ein Ende, das absolut Hongkong-gerecht ist. Ich verrate jetzt nicht, ich will ja nicht spoilern, aber das Ende war schon so, dass ich mir dachte, Muaha ist eigentlich sehr, sehr typisch. Schaut euch das Teil an. Schauspielermäßig ist da der Justin Chong zum Beispiel dabei. Den kennen jetzt eher die Mädels. Der hat nämlich in Twilight den Eric gespielt. Und der zweite männliche Hauptcharakter, der wird von Kevin Wu gespielt. Der hat jetzt bisher noch nicht so richtig was Großes gemacht, aber aus dem wird bestimmt noch was. Das Ding, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Schaut es euch an. Und jetzt habe ich mich schon wieder verarscht, vollkommen bei meinen Movies, weil ich Movies so, so gern mag. Das war es auch schon für diese Woche. Ab nächster Woche dann hoffentlich hier schon mit etwas professionellerem Setup. Dann kann ich mich endlich auch mal noch den anderen Themen so widmen, die ich hier eigentlich immer euch zeigen möchte. Freut euch drauf und falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir hier mal tun sollen, einfach in die Kommentare reinhauen. Macht's gut!